Wir lesen immer wieder in euren Kommentaren, dass ihr euch mal einen General hier bei uns auf Stube wünscht. Stimmt, eigentlich eine gute Idee. Oh, Achtung! Herr General, Stabsunteroffizier Wandelt, melde Ihnen die Stube mit 2 Mann belegt. Stube ist gereinigt, gelüftet und zur Abnahme bereit. Danke, rühren Sie. Oh, krass. Robert kann ja doch Haltung annehmen. Markus Laumthal ist ein Generalmajor des Heeres und ein gelernter Panzermann. Schon als Wehrpflichtiger war er beim Panzerbataillon. Inzwischen ist er Kommandeur der 1. Panzerdivision in Oldenburg. Zwischendurch war er unter anderem im Einsatz im Kosovo und in Afghanistan, hat im Verteidigungsministerium gearbeitet und war als 1. deutscher General Stabschef der US Army Europe in Wiesbaden. Und hier ist er, General Markus Laumthal. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns auf Stube. Hallo. Haben Sie sich jemals als Ziel gesetzt, dass Sie General werden wollen? Nein, ich glaube, diese Funktion, dieser Dienstgrad ist etwas, was man sich nicht vornehmen kann, sondern das ist eine berufsbegleitende Auswahl. Und ich glaube, man geht da Stück für Stück vor. Und so ist das auch bei mir gewesen. Nach der Wehrpflicht kam sozusagen dann die Verpflichtung in den Offizierberuf. Und von dort aus ging es dann Stück für Stück weiter. Mit mehr Übernahme von Verantwortung wuchs man dann natürlich auch in Dienstgrad und Karriere. Also man kann nicht sagen quasi, dass man zur Bundeswehr geht und sich direkt auf den Generalsposten bewirbt, sondern man wächst irgendwie in diese Funktion dann rein. Ja, es ist ein Auswahlprozess über die Zeit. Man kann das also selber für sich nicht entscheiden. Man kann sich das wünschen, aber ob das dann eintritt, das entscheiden viele andere über eine doch recht lange Berufskarriere. Jetzt waren Sie ja nicht schon immer irgendwie in der 1. Panzerdivision der Kommandeur, sondern sind viele Posten durchgegangen. Wie viele Leute haben Sie denn jetzt ungefähr unter sich, die Sie dann auch befehligen müssen? Also eine Division kann man sich vorstellen, etwa 20.000 bis 22.000 Leute. Wir fangen mal mit dem Kleinen an, Kompanie etwa 100, Bataillon etwa 1.000, je nach Truppengattung mehr oder weniger, Panzer etwas weniger, Infanterie etwas mehr, eine Brigade dann so 4.000 bis 5.000 Soldaten und Soldatinnen und dann die Division etwa 20.000 bis 22.000. Sie besteht aus 4 Brigaden, die 1. Panzerdivision im Besonderen aus 3 deutschen und 1 niederländischen. Das sind ja einige Leute. Das sind einige Leute und es ist auch ein recht großer Raum, ja, für den wir zuständig sind. Also er erstreckt sich von Nordholland, genauer gesagt Havelte, das ist der Standort der 43. niederländischen Brigade, bis ans Stettiner Haff zur Panzergrenadierbrigade 41 und im Norden von Eutin bis nach Nordhessen, nach Schwarzenborn zum Jägerbataillon 1. Jetzt ist das Heer ja relativ viel im Auslandseinsatz vertreten, also zu einer hohen Anzahl. Und auch Ihre Division gehört mit dazu. Wie ist das für Sie? Wie bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie so oft in den Auslandseinsatz gehen? Ja, Auslandseinsätze gehören zur Normalität der Soldaten. Das, glaube ich, ist jedem bewusst und bekannt. Die 1. Panzerdivision wird ab 2018 wieder die Aufgabe übernehmen für Nordafghanistan in den Standorten Mazar-e-Sharif, Kunduz und Kabul. Das heißt, die Heeressoldaten, die sie dort antreffen, kommen überwiegend, ganz überwiegend aus der 1. Panzerdivision. Jetzt interessiert mich ja schon, wie ist denn so ein Alltag von Ihnen? Wie kann ich mir das vorstellen als General? Was machen Sie den ganzen Tag? Ja, ich muss mich also aufteilen sozusagen. Zum einen muss ich meinem Stab zur Verfügung stehen, um Entscheidungen zu treffen, um Ausbildung und Übung sicherzustellen für die 4 Brigaden. Zum anderen muss ich aber auch sehen, wie Ausbildung und Übung läuft, um mich persönlich davon zu überzeugen, ob die Soldaten all das haben, was sie für ihren Auftrag brauchen und ob sie auch die sozusagen Reife haben, um in den Einsatz zu gehen, die Ausbildungshöhe. Das mache ich durch Besuche vor Ort bei den Bataillonen, auf den Truppenübungsplätzen und in den vielen zentralen Ausbildungseinrichtungen des Heeres und der Bundeswehr. Da sind Sie viel unterwegs. Ja, oder? Von Montag bis Freitag, ja, kann man die Woche ungefähr so aufteilen, dass ich Montag bis Dienstagmittag etwa in Oldenburg bin im Stab und mich dann sozusagen auf die Autobahn begebe und zu den Brigaden fahre. Das immer so ein bisschen versuche zu bündeln, dass ich bei einer Brigade dann 1-2 Tage bleibe, um dort ein bisschen tiefer reinschauen zu können und auch mit den Männern und Frauen zu reden. Das ist ganz wichtig. Das gibt mir eine Menge Feedback und zeigt mir, ob wir die richtigen Dinge tun und hilft mir auch zu korrigieren. Wenn Sie jetzt so viel unterwegs sind, wie ist das dann eigentlich mit der Familie? Kann man das noch vereinen, so viel unterwegs zu sein eigentlich? Ja, Familie kommt häufig zu kurz, das würde meine Frau Ihnen sagen. Ich glaube, sie hat recht. Man ist natürlich zu einem großen Prozentsatz oder zu einem großen Teil natürlich auch mit der Truppe verwachsen, um nicht zu sagen verheiratet. In diesen Führungsverwendungen, die ja auch nicht dauerhaft sind, sondern das ist ja auch nur auf Zeit, ein Divisionskommandeur sein zu dürfen oder ein Kommandeur generell, muss man das in Kauf nehmen. Und wir haben uns relativ frühzeitig in der Familie gemeinsam entschieden, dass wir eher dann die Pendelei in Kauf zu nehmen, denn eine Vielzahl von Umzügen. Sie wechseln alle 4 Jahre die Verwendung? Das würde mich freuen, 4 Jahre Divisionskommandeur zu bleiben. Mhm. Ich denke, 2 bis 3 ist eher die Regel. Jetzt sind Sie als General ja auch viel in einer beratenden Funktion oder viel am Schreibtisch. Aber bleibt denn da eigentlich noch Zeit für die Schlammzone
oder mal schießen zu gehen, mal über den Hindernisbahn zu gehen? Unbedingt. Also IGF habe ich gerade auch erfüllt. Das ist immer so sozusagen die Jahresendrallye in den Schneben, dass dann die Dinge noch erfüllt werden, die noch ausstehen. Das habe ich gerade hinter mich gebracht. Dafür bleibt Zeit, muss man sich aber auch die Zeit nehmen. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Also ich versuche mich, wo immer es geht, in Übung zu halten. Entweder, wenn ich bei der Truppe bin, ist das immer gut, dass man dort mitschießt, wenn man zu Standortschießanlagen fährt. Das mache ich besonders gerne, weil man natürlich auch einen guten Austausch mit der Truppe, mit den Soldatinnen und Soldaten bekommt. Wo drückt der Schuh, was ist gut? Ja, können Sie ungefähr sagen, wie sich denn jetzt in Ihren Augen die Bundeswehr verändert hat, vielleicht von damals? Sie sind jetzt schon lange dabei. Ja, also in den letzten 25 Jahren, sozusagen nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes sind viele zusätzliche Aufgaben hinzugekommen. Wir waren also damals, die Leopard-Besatzung, als ich anfing, auf eine einzige Aufgabe konzentriert, und das war die Landesverteidigung. Da haben wir Tag ein, Tag aus geübt, und ich muss sagen, wir waren wirklich gut. Das denke ich. Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen auf Übungen im internationalen Vergleich. Amerikaner, Briten, Franzosen, es war ja alles in Deutschland überwiegend stationiert, konnte man sich auch sehr gut vergleichen. Da waren wir schon klasse. Und mittlerweile haben wir diesen Status auch erreicht in den internationalen Einsätzen zur Krisen- und Konfliktbewältigung. Wenn Sie an Afghanistan denken, wenn Sie an Mali denken, das, was die Bundeswehr dort leistet, das ist schon hoch anerkannt und hoch respektiert. Und das hat die 20 Jahre wirklich an Veränderungen gebracht, dass man sich auf neue Aufgaben einstellen muss, dass man auch neue Ausrüstung braucht, dass wieder neue Ausbildung erfordert, und das erfordert wieder Zeit. Und diesen Kreislauf mitzugestalten, das ist das Schöne an diesem Führungsberuf. So, jetzt für die jungen Leute vielleicht draußen, aber auch unseren Robert. Was kann man denn tun, um General zu werden? Was können Sie jungen Leuten oder auch Robert raten? Ja, also für den Stabsoffizier Wandelt, die Meldung war schon mal gut. Das war der erste Einstieg. Und ansonsten würde ich jedem raten, seien Sie wissbegierig, freuen Sie sich auf Verantwortung, nutzen Sie Ihren Gestaltungsspielraum und haben Sie Freude an dem, was Sie tun. Das sind Grundvoraussetzungen, um es, glaube ich, in jedem Beruf weit bringen zu können, insbesondere einem Führungsberuf wie hier in der Bundeswehr. Egal, ob man das in der Unteroffizierlaufbahn macht oder in der Offizierlaufbahn, die Freude und ein Stück weit Leidenschaft und Überzeugung, dass man das Richtige tut, das ist ganz wichtig. Das muss man spüren, das müssen die Männer und Frauen spüren, und dann spüren es auch die Vorgesetzten. Ja, ich bedanke mich vielmals, dass Sie da waren, dass Sie guten Tipps gegeben haben. Und, ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut, dass ich mal hier sein konnte. Ich bin sehr angetan von diesem Format und habe natürlich was mitgebracht. Die 1. Panzerdivision ist nicht der General an der Spitze, sondern die 1. Panzerdivision sind viele Männer und Frauen. Und fleißige Helfer. Ich möchte Ihnen als kleine Erinnerung eine Collage dalassen aus der 1. Division, die wir, glaube ich, beide mal zusammen in die Kamera halten. Das zeigt die Vielfalt der 1. Panzerdivision. Und Sie haben ja gesagt, Sie waren bei der Informationslehrübung des Heeres, zu der ich Sie herzlich wieder einlade. Ja. Sie wissen, sie findet jährlich statt. Wir sehen uns also nächstes Jahr wieder. Da werden Sie vergleichbare Bilder eben wieder sehen. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann habe ich Ihnen noch ein Wappen mitgebracht, der 1. Panzerdivision. So viele Geschenke. So viele Geschenke für ein gutes Format. Vielen Herzlichen Dank. Dank für das, was Sie tun, für die Bundeswehr, für die jungen Menschen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Glück in der Arbeit. Dankeschön. Danke für die lieben Worte. Dankeschön. Das war's hier bei uns auf Stube mit dem General und Geschenken. Und wenn ihr wieder Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir lesen das. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.